Eine moderne Stadt, wie wir sie kennen. Hochhäuser, Fabriken, die Stadtautobahn. Häuser sind ein bisschen wie Menschen. Es gibt große und kleine, neue und alte. Und manche haben schon viel erlebt. Wenn man genau hinhört, kann man sie erzählen hören. Auf was? Früher hat die Stadt doch ganz anders ausgesehen. Wie denn? Das ist ein guter Tag, um dir die Geschichte zu erzählen. Pass auf, wir machen einen klaren Ausflug in die Vergangenheit. Haus ist schon immer etwas Besonderes gewesen. Das war nämlich eine Erfinderwerkstatt und hat mein Großvater geheirat. Ja. Hm. Jetzt dreht er völlig durch. Was ist denn das für ein Ding? Mensch, da! Herr Hoffmann, halten Sie sich fest! Ei, Hoffmann! Dass du das noch geschafft hast, das hätte ich nicht geglaubt. Herr Hoffmann, ich gratuliere zu dieser Leistung. Sie haben die Menschheit ein ganzes Stück weitergebracht. Wie ich ein Kind war, da habe ich mir alles wissen müssen über den technischen Fortschritt, wie man da gesucht hat. Wann wurde die Eisenbahn erfunden? 1835. Und von wo nach wo fuhr sie? Von Nürnberg nach Fürth. Genau. Otto, das erste Automobil? 1885. Richtig. Wer hat das Flugzeug erfunden? Das ist mein Großvater gewesen, Herr Lehrer. Ja, ja, Hans. Und der erste Motorflug? Grete, wo bist du dann? Der Otto muss auch noch mit. Grete. Ah, da bist du, Grete. Komm, Felix, wir gehen in den Luftschutzkeller. Da sind wir sicher. Unser Laden ist weg. Schauen Sie mal, Frau Gruber, die Schule. Du Mama, du dem Opa sein Haus hat's auch erwischt. Oder Schaf. Schaf wäre nicht schlecht, gell? Oder Ender. Spaß jetzt nicht.